Willkommen meine Freunde zu einer weiteren Infovideo meinerseits. Und zwar geht es heute um mehrere Themen, die ich ansprechen will. Zum Beispiel, wie ihr mehr Parts von Zero sehen könnt, was auf seinem Kanal los ist und warum hat er jetzt so ein unglaublich gutes Headset. Mikrofon, Membrana. Ja, so ist richtig. Deswegen, es gibt mehrere Sachen, die sich verändert haben in den letzten Wochen. Da ich mir einfach gedacht habe, komm, es wird kommen, was zu ändern. Da steht da, Zeiten ändern dich. Und die Let's Player-Zeit hat mich geändert, muss ich wirklich sagen. Also allgemein das Denken. Deswegen, ich wollte einfach jetzt, wo die Zeit da ist, wo ich jetzt viele Zuschauer habe, in Anführungsstrichen natürlich, wo ich mein Feedback bekomme, habe ich mir einfach gedacht, komm, jetzt gebe ich euch was zurück. Und zwar nicht mehr, ich sag mal, bessere Qualität jetzt erstmal. Vom Allgemeinen her, jetzt von der Stimme her und alles. Deswegen, ich habe ja schon eigentlich das Beste, was man an Bildqualität rausholen kann. Da habe ich mir gedacht, hey komm, die Audio muss auch stimmen. Und da habe ich mir einfach gekommen, lege ich mir ein neues Mikrofon zu. Hört vielleicht, das meisten haben es ja wahrscheinlich auch gemerkt, haben wir auch gesagt, ja, klingt mega geil, Alter. Deswegen, was noch Neues, ist natürlich mal ein neues Profilbild, falls Leute noch nicht gesehen haben. Es gibt ja auch YouTuber, die nur in der Abo-Box gucken und nicht auf dem Kanal. Was ich eigentlich gar nicht verstehen kann, ich gucke sehr gerne auf Kanäle nach, um einfach zu gucken, hey, was steht denn da, was ist denn da, und da wurde ich angestupst, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Deswegen, ganz normal. Einfach hier mal darauf hinweisen, auf meine Kanalbeschreibung. Da steht zum Beispiel, für den Upload-Plan aufklicken. Was meint er damit? Ja, ihr kommt auf meinen Kanal und dann seht ihr das hier. Mo, Pokémon, was? Was? Da kann ich gleich lesen. Ja, wenn ihr es lesen wollt, drückt ihr auf mehr. Und auf einmal, montags Pokémon P-Ride, Nuzlocke Challenge und Zelda The Wind Waker. Dienstag Pokémon Mystery Dungeon und Xenoblade Chronicles. Immer so weiter und dann sonntags Pokémon, Minecraft Sunken Island und Pokémon P-Ride, Nuzlocke Challenge. Und deswegen, das ist jetzt nur so ein grober Plan. Ich habe mir jetzt erstmal nur so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das regeln kann. So, dass jedes Projekt mal drankommt. Klar kommt Minecraft auch mal in der Woche oder morgen kommt auch kein Zelda, sondern morgen kommt irgendwas anderes, was ich noch hab. Das regel ich dann irgendwie. Aber normal kommt das dann so. Auch die Upload-Zeiten haben sich ein bisschen verändert, wann ich die Parts hochlade. Falls ihr es vielleicht gemerkt, die meisten haben es wahrscheinlich gemerkt. Normalerweise war das 13.30 Uhr. Oder 16.30 Uhr. Das habe ich jetzt geändert auf 14 Uhr und 17 Uhr. Warum? Weil volle Stunden einfach mehr verlangt werden. Beziehungsweise darauf kam, guckt man einfach mehr, wenn man sagt, ey, 14 Uhr, der neue Part von Zero ist draußen, den muss ich sofort disliken. Nein, Spaß. Den gucken wir dann. Deswegen, das habe ich mir jetzt mal ausgedacht, 14 Uhr, 17 Uhr ist, glaube ich, eine schöne Zeit. 17 Uhr gerade für die Schüler, die 6 Stunden haben, 5 Stunden haben, können sie dann schön gucken. Und 17 Uhr gerade für alle Leute, die gerade von der Arbeit gekommen sind oder die gerade 8 Stunden oder sowas hatten. Deswegen, schön zum Abschalten. Ihr könnt ja mal andere Vorschläge, falls ich auch um 19 Uhr hochladen soll oder 18 Uhr. Deswegen, das würde mich interessieren, falls ihr sowas wollt. Aber erstmal bleiben wir so. Samstag, Sonntag. Samstag erstmal um 11 Uhr. Da, Leute, da müsst ihr nicht zur Schule gehen oder arbeiten. Deswegen will ich euch damit früher beglücken mit meinen Videos. Deswegen, was gibt's noch Neues? Natürlich ein neues Background-Design. Schön im Legend of Zelda Wind Waker-Style. Was auch natürlich hier am Laufen ist noch bei mir mit Part 14. Ich schaue mir mit Zero of Time und den Link und oh, Sexy Lady. Und am Schwein da. Ja, kurz und knapp, das wurde von designed by LP Mirai, sagen wir so. Er hat sich da, er sagt, nicht viel Mühe gegeben, dafür sieht es aber trotzdem echt Bombe aus. Ich find's atemberaubend, das Design. Ich kann echt nicht meckern, es passt einfach zu mir. Es bringt Wind auf den Kanal, es sagt einfach, hey, das muss ein lustiger Typ sein, der hat einen Hummer auf dem T-Shirt. Nein, auf jeden Fall, guck mal bei Mirai vorbei. Oder sagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie findet ihr das Design? Findet ihr es geil? War das alte besser? Das alte war auf keinen Fall besser. Deswegen, was gibt's sonst noch Neues? Ach ja, stimmt. Falls ihr noch nicht genug von Zero of Time habt, ich mache ein gutes LP Together mit dem guten Sarok. Ihr findet ihn auch in meiner Kanalbeschreibung, beziehungsweise bei angesägten Kanäle. Einmal mein Designer und einmal jemand, der mit mir ein Together macht. Was für ein Together es ist. Sollte jetzt eigentlich eingeblendet werden, genau da, wo mein Part jetzt ist. Ja, es ist Magicka Online. Magicka Online, was war das? Magicka zu zweit. Es ist ja online, aber wir spielen sozusagen im Koop-Modus die normale Story durch, trollen uns da ein bisschen und schimpfen da so ein bisschen rum. Deswegen, falls ihr das sehen wollt, falls ihr noch nicht genug habt, guckt auf mich mal vorbei. Ist ziemlich lustig geworden. Deswegen, Upload-Plan, Mikrofon ist auch neues. Das Rode NT-A1. Deswegen, könnt ihr mir auch mal schreiben, für Leute, die es noch nicht bemerkt haben vielleicht. Es gibt auch Leute, die vielleicht gar keine Videos gucken und einfach nur warten, bis Infovideos kommt. Who else? Ich weiß es nicht. Deswegen, damals hatte ich ja unter das G35 von Logitech. Jetzt habe ich mein Membrana zugelegt, damit ihr einfach eine bessere Audioqualität zum
hören habt. Ich sag mal, die Bildqualität ist eigentlich schon die beste, die es gibt mit einer HD Pipo Air. Und jetzt nochmal die Audioqualität mit einem Membrana-Mikrofon. Deswegen, schreibt mir einfach mal zu allem eure Statements, eure Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Deswegen, und letzte Woche, tut mir leid, da kam ab und zu mal, ich glaube an zwei Tagen mal ein Part. Das muss, beziehungsweise das ist mal aus Zeitgründen mal gewesen. Deswegen, falls ich mal nichts hochlade, dann ist es nichts, dass ich irgendwie tot bin oder keine Lust mehr habe. Nein, es ist einfach so. Deswegen, meine Playlist habe ich auch ein bisschen aktualisiert. Muss natürlich noch ein bisschen mehr gewähren. Pitch Black oder Pure Right Pitch Black ist natürlich auf dem neuesten Stand. Mystery Dungeon muss ich noch. Wind Waker und alles andere. Und falls die Leute jetzt noch fragen, hey, machst du was zur Wii U? Ja, es wird ein Let's Play zur Wii U kommen. Keine Sorge, ich werde zum Release Day ein Spiel bringen, aber dazu muss es ein anderes abgeschlossen werden. Und das wird wahrscheinlich Minecraft Tank Island sein und Pokémon Mystery Dungeon. Deswegen, da haben wir wieder vier Projekte am Laufen, ganz normal mit Zelda Wind Waker, Pure Ride und Xenoblade. Deswegen Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal oder bis in den Parts, die jetzt noch kommen. Haut rein, euer Zero, ciao und einen schönen Sonntag euch noch.